Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf Sie heute ganz herzlich zur Besichtigung des Hauses Lange Straße 38a einladen. Dieses Haus ist an der Ecke zur Badergasse direkt in der Nähe des Marktplatzes gelegen. Ich darf Sie jetzt bitten, mir zum Hause zu folgen. Das Eckhaus an der Langen Straße und der Badergasse macht einen imposanten Eindruck. Doch über seine früheren Bewohner ist fast nichts bekannt. Bevor die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna das Haus kaufte und mit der Sanierung begann, stand es lange Zeit so gut wie leer. Der Zahn der Zeit hat stark an dem Gebäude genagt. So konnte nur wenig von der historischen Bausubstanz im Inneren erhalten werden. Die ältesten Bauteile dieses Hauses stammen aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Aus dieser Zeit ist noch das sehr schöne gotische Portal, die Kellergewölbe und einige Fensterumrahmungen erhalten. In der Zeit der Renaissance erhielt dieses Haus den sehr schönen Erker an der Ecke zur Badergasse und verschiedene Holzbalkendecken, die man heute noch im Inneren des Hauses sehen kann. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Haus umgebaut. Im Bereich der Langenstraße ist ein Teil des alten Hauses abgerissen worden und durch den Neubau eines Hauses ersetzt worden. In dieser Zeit hat man das gotische Portal auch von der Badergasse hier in die Lange Straße versetzt und ein gemeinsames Treppenhaus für beide Häuser, also für das alte Gebäude und auch für den Neubau aus der Jahrhundertwende geschaffen. Wer genau hinsieht, entdeckt noch die alte Hausnummer 292. Nicht etwa von der Langen Straße, sondern Hausnummer 292 der gesamten Altstadt. Alle Gebäude waren früher durchnummeriert. In der Badergasse erschließt sich dem Betrachter ein Blick ins tiefe Mittelalter. Die Schluchtschleuse kommt hier zum Vorschein. Im Hinterhof ist sie noch besser zu sehen. Es war das Abwassersystem des mittelalterlichen Pirna, das zwischen den Gebäuden verlief. Die Kellerräume sind fast leer, denn wenn die Elbe Hochwasser hat, steht auch hier das Wasser. Doch nur in einem Teil der Langen Straße 38a. Der neuere Gebäudeteil liegt einige Zentimeter höher. Bei der Modernisierung setzte die WGP auch auf neue Technik. Zur Physiotherapie können die Gäste den Fahrstuhl nutzen. Moderne Wohnungen und Geschäftsräume haben so in dem Haus Platz gefunden. Das Haus wurde in den Jahren 2003 und 2004 durch die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna saniert. Bei dieser Sanierung wurden denkmalpflegerische Aspekte beachtet. Man hat während dieser Sanierung sehr schön bemalte Balkendecken aus der Zeit der Renaissance wiederentdeckt, die heute in den Räumen auch wieder präsentiert werden können. Die zweite Holzbalkendecke befindet sich im Erdgeschoss. In dem Ladengeschäft sind derzeit die Bauarbeiter zugange. Die massiven Holzbalken haben dem Gewicht der Jahrhunderte standgehalten. Heute haben sie allerdings nur noch eine zierende Funktion. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst in einem weiteren Haus in der Pirnaer Altstadt treffen würden.